Und damit herzlich willkommen, liebe Leute. Endlich geht's mal wieder weiter mit einem neuen Stream-Projekt oder mit einem neuen Stream, ne, zu Ocarina of Time Gold Quest. Letztes Mal leider ausgefallen, mir ging es gesundheitlich nicht ganz so gut und hatte dann kurzfristig dann doch abgesagt. Wollte es eigentlich durchziehen, aber wegen fehlender Stimme ging es dann leider doch nicht. Und ich begrüße erstmal alle herzlich willkommen zum Stream und alle, die es nachträglich auf YouTube nachschauen, auch herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal vom Zelda-Jungen. Und wir machen wieder Gold Quest. Beim letzten Mal haben wir hier richtig krass mit dem Bogen rumgefailt, ne? Also wir haben wirklich ewig gebraucht, indem wir hier das Schießspiel gelöst haben. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was machen wir heute, ne? Was machen wir heute? Maike fragt, ob es mir wieder besser geht. Ja, jetzt wieder viel besser. Also alles wieder super. Ich hatte ein, zwei Tage, hatte ich irgendwie so gar keine Stimme mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, dass ihr, keine Ahnung, zu viel gesprochen habt und dann auf einmal keine Stimme mehr hattet. Also quasi dann nur so Gekrächze rauskam. Und hallo Eva, hallihallo. Und hallo Kevin. Ach, cool. So, wir haben jetzt hier, ne, die Burg befreit oder die Leute befreit, die Baumeister befreit und sind jetzt quasi Mitglied hier geworden. Die Frage ist, wir sind ja eigentlich hergekommen, um den Hammer zu bekommen. Wir können jetzt auch in die Wüste. Ne, können wir nicht, weil da brauchen wir den langen Enterhaken, also den Longshot. Aber wir können hier rein. Die Frage ist, ist das jetzt richtig? Wollen wir mal probieren? Und wir müssen noch das Rad drehen. Ja, wir müssen noch das Rad drehen. Mal sehen, was unsere erste Strafe für den Stream ist. Rolle ist nicht erlaubt. Das ist immer schlecht am Anfang. Spin to win, ja, auf jeden Fall. This is the Guru Trainings Ground. Membership Card verified. Jo, 10 Rubine. Bam. Let's go. Aber Sterni ist auch Mitglied geworden, also Sterni darf auf jeden Fall schon mal sagen, hier, ne, ich will mal drehen. So, ich bin gespannt. Hi. From now on, you are free to come and go as you please through the gate to the desert. Was? Free to come and go as you please. Komischer Satzbau irgendwie. Ja, also ich kann jetzt auch durch das Tor im zur Wüste gehen. Help yourself to some hot soup. Taste that crunchy bug goodness. Was? Ich will auch heiße Suppe. Hallo Marco, hallihallo. Ja, das wird wieder nett, wenn du rollst. Hallo Pirate Quest. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Hallo Chris. Ich hatte mal wegen einer Erkältung keine Stimme für einen Monat, glaube ich, gehabt. Auch nach der eigentlichen Genesung. Ich konnte nur vernünftig reden, wenn ich versuchte, Batman zu imitieren. Ist auch geil. Ich versuche mich, ne? Also, jeder von uns nimmt ja mal eine Rolle ein, ne? Ich darf halt nur so nicht rollen. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Okay, aktuell ist alles zu hier. Alles ist dicht. Haben wir hier irgendwo ein Auge? Eigenhändig spielen fehlt noch am Rad. Ja, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Dazu... Sowas würde ich auf jeden Fall dann mal machen, wenn ich irgendwann wieder mit Cam spiele. Ach, guck mal da oben. Da können wir uns dann noch andere richtig teuflische Strafen einfallen lassen. Shit, ich komme da gar nicht. Ich glaube, da muss ich mal mit einer Krabbel... Ich habe 11 Krabbelminen, das ist nicht so viel, ne? Ob das auch mit dem Feuerpfeil geht? Shit. Funktioniert das nicht? Mann, muss ich ja echt eine Krabbelmine für verschwenden? Das wird doch nichts. Ja, wenn ich mal mit Cam spiele irgendwann, dann machen wir das auf jeden Fall. Sowas. Und auch vielleicht mal, dass man irgendwas essen muss oder trinken muss, was richtig eklig ist. Ja, fast. Ich glaube, solche Strafen kann man dann auch integrieren. Mann!
Hallo Michael, ich habe das Spiel auf dem 3DS in 3D gespielt. Ja, aber das ist, das ist quasi nochmal eine andere Version, also quasi ein Hack. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Der wahrscheinlich nicht der Version auf deinem 3DS entspricht. Ich sei denn, du bist ein oberkrasser Oberdude und hast das irgendwie auf dem DS bekommen. Chris muss Shadow Garden beitreten. Nee. Ich meine, im Vanilla Game konnte man auch irgendein Lied hier spielen, aber es gab, glaube ich, nur eine Fee. Ja, ich glaube auch, ne? Eine Fee, Song of Storm, und ich glaube, dann kommt eine Fee raus. Aber das können wir uns vielleicht für später mal behalten. Vielleicht brauchen wir das noch. So, ich habe 7 Grabbelminen, das ist nicht viel. Okay, ich kann hier durch die Tür und... Da brauche ich einen Schlüssel. Aber hier komme ich doch jetzt nur in den Schatzraum, oder? The Guru stole something heavy from the Gorons. Oh, das ist gut. Also das ist auf jeden Fall... Der Hammer, oder? Das ist ein Herzteil. Da ist auch ein Schalter für einen Hammer. Und hier ist eine Fackel. Also die Fackel... Guck mal, hier die zwei Dinger, die könnte ich auf jeden Fall öffnen, indem ich hier mal einen fetten, Dins-Feuer-Inferno losjage. Schauen wir mal. Ja. Okay. Eine Tür geht auf. Bringt mir was? Nicht viel. Da kann ich dann vielleicht mit einer Wirbelattacke weitermachen. Fun Fact: In Ocarina of Time waren die Feen am mächtigsten. Sie haben immer für Full Heal gesorgt. Hä, was passiert? Was passiert? Habt ihr gemerkt, was passiert ist? Ich kann hier hochklettern auf jeden Fall. Ah, ich habe das Spiel über Nintendo eShop gekauft. Genau, dann ist wahrscheinlich das Standardspiel. Das hier ist auf jeden Fall ein ROM-Hack. Habt ihr gemerkt, was passiert ist? Drüben liegt ein Schlüssel. Das Feuer ist ausgegangen, oder? Kann das sein? Weil eben war es... Eben war es so leise. Hab's leider nicht mitbekommen. Okay, da geht das Feuer aus für den Schalter. Hä, aber jetzt ist die Tür wieder zu. Oh, ich muss mich beeilen. Okay, alles klar. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. So. Ich muss mich beeilen und laufe erstmal in die falsche Richtung. Das ist immer gut. Hä? Wie schnell muss ich denn sein? Oder bin ich jetzt an der falschen Tür? Hältst die Tür auch wieder zu? Hä? Hä? Ich bin komplett verloren. Hä? Was mache ich? Was zur Hölle passiert hier gerade? Aber die Tür? Nee, die Arena musst du nicht zerstören. Warte mal, also ich mach das hier, ne? Die Tür geht auf. Okay, okay. Verstehe. Die Tür geht auf. So. Ja. Ich schlag gegen diesen Schalter. Dann geht's Feuer aus. Das Feuer geht komplett aus. Aber das Feuer hätte ich auch schon vorher ausmachen können. Also eigentlich bringt mir das jetzt... Ah, da ist auch ein Schalter. Guck mal. Ah, da komme ich nicht ran. Da hinten ist auf jeden Fall auch ein Schalter. Okay, okay, okay. Nochmal eine Runde. Ja, ich habe es auch gerade gesehen, Chris. Der... Muss gerade eh nicht kämpfen, dann dreh mal das Rad. Okay. Feuer frei. Keine Flascheninhalte benutzen. Ja, das ist angenehm. Da kann ich wenigstens rollen. Vielen Dank. Okay, wir haben aber hier noch einen Schalter. Das heißt, wenn ich hier eine Wirbelattacke mache,
geht die Tür auf. Okay. Dann merken wir uns, der Schalter macht Feuer aus. Also jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg, glaube ich. Okay. Alles klar. Den Schalter kann ich auch von hier aus betätigen. Hier könnte auf jeden Fall noch eine Kiste spawnen. Ansonsten kann ich ja komplett durchlaufen. Jo, ansonsten kann ich bis hier durchlaufen. Und dann kann ich hier den Schalter drücken. Ach du Scheiße, ey. Okay, also. Das könnte man doch auch mit einer Bombe machen, oder? Ich glaube, das könnte funktionieren. Also. Guck mal, wenn ich hier jetzt eine Bombe hinlege, ne? Und dann laufe ich los. Ah, weiß ich jetzt gar nicht, ob den Feuerentferner-Schalter anmachen kann. So. Schalter an. Schalter macht Kiste. Schalter macht Kiste. Schalter macht aber auch alle Feuer aus. Das Feuer ist auch aus. Guck mal, das kann ich mir auch noch holen. Aber. Ach so. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Okay. Um wie viel Uhr fängst du immer an zu streamen? Eigentlich normalerweise 18 Uhr. Trackbad, hallihallo. Schön, dass du da bist. Was geht? So, ein Schlüssel. Heißt, wir können jetzt eine Richtung einschlagen. Gott. Ja, was Herzteil können wir uns ja jetzt nicht holen, ne? Da müssten wir ja theoretisch auf der anderen Seite durch. Ja. Sieht aus wie ein Igel. Im normalen Spiel nicht. In dem Spiel habe ich jetzt keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay, aber nee, die Mechaniken bleiben ja die gleichen. Also wird das wahrscheinlich auch so sein, dass es in dem Spiel auch mit Dins Feuerentfernung nicht möglich ist. Achso, nee, dann haben wir ja nur die Tür. Gut, dann können wir wenigstens nichts falsch machen. Alles klar, Leute, ich habe mir einen schönen Tee hier hergestellt. Defeat all enemies in a limited time. Oh Gott, wir müssen das auch noch auf Zeit machen. Okay. Shit. Oh Gott. Yo. Okay, Rüstung ist down. Ich höre hinter mir noch irgendwas krabbeln. Der ist down. Oh Mann. Zwei Raubschleime. Komm her, mein Freund. Nein, jetzt, nein, nein. Oh, wie schlecht. Your shield is gone. Okay. Wir haben's. Komm. Danke für mein Schild. Hab das Spiel auch gezockt zu 100%. War echt cool. Aber auch neue Erfahrungen. Ah, das glaube ich. Deswegen, ich spiele auch gerne immer solche Hacks hier. Jo, kannst auf jeden Fall helfen. Also am besten nicht spoilern oder so, aber wenn ich merke, ich komme nicht weiter oder so, dann nehme ich gerne immer Tipps an. So, wir haben hier eine Kiste, die kann ich wahrscheinlich mit in den nächsten Raum nehmen. Ich brenne gerade die Verheerung Ganon nebenbei. Nice. Nee, vielleicht kann ich die auch noch nicht in die... Oh nee, schon wieder auf Zeit. Hä, kann ich die Kiste nicht mitnehmen? Nee, ich kann die nicht mitnehmen. Was soll ich mit der Kiste? Zack. Magie! Magie ist auch geil. Okay. Das auf Zeit, das ist immer eklig. Ich hasse es. So, haben wir hier auch wieder so komisch Feuer. Wir haben auf jeden Fall Steine, die nach unten rollen. Da haben wir so einen Eisgegner. Da haben wir ein Juwel. Ich habe mich hier in meinem Feuerdungeon verlaufen, kam, oh Gott, und kam nicht weiter. Da kann ich, ja, da kann ich mich durchziehen, ne, durch den Typen. Ich will erst mal kurz gucken. Also, wir gehen hier rein, laufen nach links, ne? Ja, das war dumm.
holen uns den Rubin. Ziehen uns vielleicht durch den Typen durch. Hier komme ich bestimmt auch nicht lang, ne? Ah, ich laufe immer zu weit. Okay, wir versuchen mal eine Runde. Let's go. Ich kann mir halt vorstellen, dass es für einen Hack jetzt nochmal eine Ecke schwerer ist. So. Ne? Da gibt's nichts für. So, jetzt sind wir ganz oben. Dann können wir uns hier durchziehen. Also den Gegner muss ich nicht töten auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich schlecht. Ich muss wahrscheinlich erst hinten rum, ne? Ja. Ich muss auch irgendwie auf die Seite. Den einen vielleicht noch holen. Okay. Oh, das ist richtig knapp bemessen. Eieieiei. Okay, let's go. Und noch eine Runde. So. Den ignorier mal. Zack. Das war schlecht. So, hier gehe ich noch nicht lang. Gott, ich sehe nichts. Da liegt noch ein Schlüssel. Okay. Hier rollen auch wieder Steine rum. Oh Gott, das wird ganz knapp. Hallo Marcel. Was geht? Endlich Feierabend. Das freut mich. Wir sind hier gerade ein bisschen am struggeln. Nee. Ah. Shit. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, den vielleicht gleich am Anfang machen. Ah, okay. Nochmal. Oder was meint ihr, den hier gleich am Anfang machen? Hä, ich bin immer noch zu weit vorne. Oder am Ende. Boah, ist das knapp. Das würde ich gerne als junger Link machen mit den Hasenohren, ey. Nein, das war schlecht. Zack. Auch schon wieder vergessen. Okay. Weiter geht's. So, Stein. Komm, mach schneller. Die Steine nerven halt. Die halten auf, wenn man da nicht das richtige Timing hat. Shit. Okay, jetzt läuft's, glaube ich, besser. Jetzt schaffen wir's, Leute, jetzt schaffen wir's. Huh, okay, geil. Naja, in der Wüste wird dir nicht heiß, dann gehen Eisdinger, ne? Das stimmt wohl. Ich bin kein Freund von Zeitdruck. Nee, ich auch nicht. Ich finde das auch mega stressig hier. Kämpfen ist dann noch die leichteste Sache, aber so Zeug einsammeln, wow. So. Hier hätte ich auch einfach durchgekonnt, ne? Ah, vielleicht wäre das auch ein besserer Weg gewesen. I don't know. Na egal, wir haben es ja geschafft. Mann! Was ist dein Lieblings-Zelda? Auf jeden Fall das hier. Ocarina of Time ist da mein absolutes Liebling. Da. Okay, wieder Eisgegner. Hey, bleib stehen. Wo kommen die denn alle her? Oh, eine Fee, wie nett.
Was? Du kannst doch als kleiner Link die Gerudo-Festung machen? Echt? Wo ist er hin? Hier ist ein fetter Abgrund. Was, hä? Ey, der spoilert mich. Oh, shit. Hä? Hä? Die waren noch nie so schnell.